freue mich, dass ihr noch da seid. Einige kennen mich von der letzten Woche schon. Und mein Hauptthema im Augenblick, neben vielen anderen, ist der Frieden im Nahen Osten. Dazu gehört natürlich das Thema Palästina, Israel, was oft so sehr zu kurz kommt. Wie viele schon wissen, bin ich seit Jahren sowohl in Deutschland als auch in Österreich bei Amnesty International aktiv gewesen, aber da konnte man nicht so viel erreichen. Deswegen bin ich auch bei den Frauen in Schwarz. Möchte kurz ankündigen, nächsten Mittwoch um 14 Uhr sind wir am Graben, da bei der Pestsäule in der Nähe, von 14 bis 16 Uhr, eine Mahnwache der Frauen in Schwarz. Es werden auch eine andere Gruppe da sein, die fangen um 15 Uhr an. Wann sie fertig sind, kann ich nicht genau sagen, die bleiben halt auch einige Zeit. Und die beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema Boykott. Das sind jüngere Menschen, die auch sehr viel mit der Uni zu tun haben. Nun bin ich diese Woche natürlich über die fürchterlichen Meldungen, genau wie ihr, informiert worden. Und mir geht es darum, dass Menschen einfach auch Menschlichkeit ausüben sollen. Es geht mir nicht darum, dass Menschen einer Seite wichtiger sind als andere, sondern die Menschenrechte müssen für alle gelten. Ich bin dabei also auf ein Buch gestoßen, das ich auch schon wusste, dass es angekündigt ist und dass es gibt. Und dieses Buch ist von einem Juden, er heißt Shlomo. Thank you.